Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Und als Gewerkschafterin sage ich einfach auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, mir ist so ein tiefes Ja gerade sozusagen entfohlen, weil ich finde, dass wir auch eine Menge tun müssen. Ich will aber nochmal anders einsteigen, weil in Berlin steht ja im Moment alles unter dem Zeichen der Berlinale. Alle reden eigentlich nur noch darüber, was für Filme im Moment laufen. Und die meisten werden es nicht wissen, deswegen sage ich es nochmal. Heute ist der Tag vor 79 Jahren, wo Modern Times von Charlie Chaplin das erste Mal gesendet wurde. Und ich glaube, alle kennen diese Bilder von diesen vielen Arbeitern, die aus so einem U-Bahn-Schacht in die Fabrik reindrängen, dann riesige Maschinen bewegen, ständig von diesem Fabrikdirektor mit den Monitoren überwacht werden. Also das ist erst 79 Jahre her, dass dieser Film uraufgeführt wurde. Ich finde, das ist ein richtig guter Tag, um heute dann auch über gute Arbeit zu reden. Ich will das nicht vergleichen. Ich weiß, Wissenschaft ist vollkommen anders und wir haben heute auch vollkommen andere Arbeitsbedingungen als vor 80 Jahren. Aber ich glaube, dass eben auch noch mal deutlich wurde, dass die Beschäftigungsbedingungen alles andere als gut sind. Auch wenn diejenigen, die im System sind, vielleicht relativ zufrieden sind. Ich halte kurze Vertragslaufzeiten, schlechte Perspektiven, die ganze Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich für ein dramatisches Problem, weil das Hochschulsystem kommt unter Druck. Wir werden ja weniger junge Leute haben. Das heißt, die Wirtschaft wird aktiver auch um diese jungen Leute werben. Und da müssen wir ein attraktives System haben. Wir müssen als Hochschule attraktiv sein. Wir können nicht mit dem zufrieden sein, was da ist. Und deswegen ist das auf der Landesebene, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen, ein Thema, was ganz, ganz oben auf der Agenda ist. Wir haben das Hochschulrecht reformiert, das ist, glaube ich, in der ganzen Bundesrepublik bekannt geworden durch die Art und Weise, wie das diskutiert worden ist. Es ist auch im Bund in Diskussion. Wir haben eine Bundesratsinitiative zum Wissenschaftszeitvertraggesetz auf den Weg gebracht. Und ich freue mich richtig, dass dieses Thema auch auf der Bundesebene jetzt endlich an Fahrt gewinnt. Die GEW macht ja schon lange Lobby für das Thema, hat viele Konferenzen dazu gemacht. Die DFG hat das Thema aufgegriffen, das fand ich auch sehr interessant. Und auch in Berlin ist es jetzt wieder stärker sozusagen Thema geworden. Was mir allerdings ganz wichtig ist, und deswegen habe ich eben auch so aufgestöhnt, man kann eine Menge machen. Man kann aber auch nur darüber reden, dass man eine Menge macht. Und meine große Sorge ist, wir machen viele Konferenzen, wir reden ganz viel drüber und wir hoffen, dass das Thema dann irgendwie wieder weg ist, dass diese Gewerkschaftsszene sich irgendwie mal wieder beruhigt. Das darf nicht passieren. Wir müssen auch unbedingt was tun. Davon bin ich fest davon überzeugt. Ich weiß, das geht nicht schnell. Das ist kein Thema, wo es eine einfache Lösung geht, wo man mal einfach sagen kann, wir machen das so und so und dann läuft das schon. Und das ist auch ein Thema, wo es schnell geht mit dem zu sagen, naja, da ist die Bundesebene zuständig oder ist das Land zuständig. Da sind die Hochschulen zuständig, irgendwie ist aber, alle sind zuständig und keiner ist so richtig zuständig. Das ist bei diesem Thema schnell so, dass je nachdem, mit wem man zusammen ist, immer auf die anderen gezeigt wird. Das Thema ist aber zu wichtig, als dass wir uns das leisten können. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir es auch hier in dieser Ausführlichkeit diskutieren. Ich bin fest davon überzeugt, man muss da was tun. Und ich bin auch fest davon überzeugt, das geht nicht in einem Schritt, das ist nichts, wo man jetzt mal einmal Schnipp macht und dann haben wir die richtige Lösung, sondern genauso lange wie der Weg in diese Beschäftigungsverhältnisse rein war, wird es auch das Bohren dicker Bretter sein, wieder einen Weg in andere Formen der Beschäftigung im Hochschulbereich zu haben. Ich glaube aber, dass das notwendig ist, weil in dem Ganzen eine große Gefahr liegt. Wir sagen immer, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass wir die Wissenschaft unbedingt brauchen, dass wir als Industrieland davon leben, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder neue Dinge voranbringen, dass wir die Nase vorn haben, immer neue Innovationen haben.
Wir reden auf der europäischen Ebene, aber auch zunehmend in Deutschland über die Grand Challenges, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, wo wir uns auch alle einig sind, das geht nicht ohne Wissenschaft. Wie sollen wir Klimawandel, älter werdende Gesellschaft, wie sollen wir mit den medizinischen Herausforderungen umgehen, wenn nicht heute Leute Grundlagenforschung betreiben, wenn nicht heute Leute wirklich gute Ideen auch entwickeln. So, das alles delegieren wir an Wissenschaft. Wir sagen, ihr müsst da auch helfen, ihr müsst für die Gesellschaft Lösungen finden. Das wird aber nur funktionieren, wenn die auch wirklich gute Arbeitsbedingungen haben, weil ansonsten forschen junge Leute hier nicht bei uns und in anderen, sondern woanders und vielleicht auch eher für die Industrie. Ich bin fest davon überzeugt, dass auf dem Weg, den wir im Moment gehen, und wir reden ja von Wissensgesellschaft, ich glaube, dass wir auf dem Weg hin sind zu einer Wissenschaftsgesellschaft, dass das, was wir mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs im Moment tun und wie wir auch mit den Beschäftigten an den Hochschulen umgehen, eine Bremse ist, dass uns das eher hindert, in dem wirklich gut zu sein. Man kennt es doch auch persönlich und das ist doch auch für die Wissenschaft nicht anders. Wenn man eine schlechte Perspektive hat oder gar keine, wenn man in Kurzverträgen ist, die immer wieder nur sehr kurz auch verlängert werden, dann ist das keine Planbarkeit, dann ist das keine Verlässlichkeit. Und ich muss immer grinsen, wenn wir sagen Juniorprofessuren. Ich meine, gucken wir uns die Juniorinnen und Junioren doch an. Also bei aller Liebe, selbst wenn die jetzt Ende, Mitte 30 sind, so jung sind die dann ja auch nicht mehr, dass das so ganz das Jüngste ist. Und mit Anfang 40 erst recht nicht. Und wir haben die Zahlen eben noch mal gesehen. Da muss, glaube ich, eine Menge mehr passieren, damit diese jungen Leute und auch die Älteren ihr Glück nicht außerhalb von Wissenschaft suchen. Weil wir brauchen sie für die Wissenschaft. Und wir tun so, als hätten wir junge Wissenschaftler wie Sand am Meer. Das liegt im Moment auch am doppelten Abiturjahrgang und an diesem sehr starken Geburtenjahrgang. Das wird sich aber verändern und darauf müssen wir uns heute einstellen. Und ich glaube, dass es auch zu kurz gesprungen ist, immer wieder nur zu sagen, wir brauchen mehr Geld im Wissenschaftssystem. Ist ja hier eine interne Runde und ich glaube, wir sollten das hier auch mal diskutieren. Wir haben Rekordbudgets für Wissenschaft und Forschung. Es gab noch nie so viel Geld im Wissenschaftssystem. In Nordrhein-Westfalen, da kenne ich es ja am besten, ist der Wissenschaftsetat seit 2010 um ein Drittel gestiegen. Wir haben 33% mehr Geld. In Zeiten, wo alle anderen sparen, ja, 33% mehr. Ja, wir haben mehr Studierende, das sind aber 25%. Also 33% mehr. Dann immer nur zu sagen, wir brauchen mehr. Das wird nicht reichen. Ja, wir brauchen mehr Planungssicherheit. Aber auch da, die Landeshaushalte arbeiten mit einem Jährlichkeitsprinzip. Die Hochschulen haben eine Sicherheit bis 2023 bei den Hochschulpaktmitteln und in vielen Ländern auch Sicherheiten über Hochschulvereinbarungen über Jahre. Reden Sie mal mit jemandem aus der Jugendhilfe, redet mal mit jemandem aus anderen Bereichen, die immer mit dem Jährlichkeitsprinzip leben. Die wünschen sich solche langfristigen Perspektiven. Deswegen ist es mir auch zu einfach, einfach nur zu sagen, wir brauchen mehr. Ich bin ganz vorsichtig mit Vergleichen zur Unternehmenswelt. Aber wenn die in den Unternehmen so arbeiten würden, dass sie nur diejenigen Leute einstellen, wo sie am Tag der Einstellung wissen, auf welchen Kostenstellen die bis zur Rente arbeiten, dann sehe unser Wirtschaftssystem anders aus. Und ich will die Parallelität nicht ziehen, aber ich glaube, dass wir auch in der Frage des Personalmanagements was tun müssen an den Hochschulen. Man darf nicht so agieren, gerade bei uns in Nordrhein-Westfalen, ich weiß, das ist die Ausnahme, bei uns sind die Hochschulen der Arbeitgeber. Und wenn die auf der einen Seite sagen, sie sind vollkommen autonom und frei und machen alles alleine, aber bei der Einstellung einer Person wollen sie genau wissen, dass die bis zur Rente finanziert ist. Auf dieser Stelle, genau diese Stelle, kein Pool, nix. Dann wird das so nicht funktionieren. Und auch darüber müssen wir ernsthaft reden, wie wir eigentlich Personalmanagement und Personalentwicklung an den Hochschulen machen. Was haben wir in Nordrhein-Westfalen jetzt konkret getan? Das Thema gute Arbeit war eins der zentralen Themen bei der Reform des Hochschulrechts und auch eins der Themen, was sehr, sehr umstritten war. Wir haben uns für das Hochschulzukunftsgesetz eine Menge Zeit gelassen. Wir haben einen wirklich breit angelegten Dialogprozess gehabt, der, ich glaube, auch durch die Breite und durch die Intensität ja auch bundesweite Aufmerksamkeit bekommen hat. Es hat
sehr viel Streit gegeben, sehr viel Auseinandersetzung. Und das Gesetz ist jetzt zum 1.10. in Kraft getreten. Wir haben lange Übergangsfristen. Die Hochschulen haben jetzt ein Jahr Zeit, die internen Dinge umzusetzen. Insgesamt aber ist das Gesetz jetzt in Kraft und das Personal spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle damit. Ich will zwei Dinge mal herausheben, weil das Thema gute Arbeit und das Thema Mitbestimmung waren deutliche Akzente. Ich will einmal betonen, wie die Mitbestimmung gestärkt wurde und dann zum Zweiten, was wir eigentlich ganz konkret im Thema gute Arbeit getan haben, beziehungsweise was wir gerade tun, weil wir sind mitten im Prozess. Also erster Punkt, was war das eigentlich mit der Stärkung der Mitbestimmung? Ich bin fest davon überzeugt, dass Mitbestimmung Einrichtungen, Unternehmen insgesamt nach vorne bringt. Bei den Unternehmen wissen wir es ganz genau. Die Studien haben wir immer wieder. Mitbestimmte Unternehmen sind deutlich besser durch die Krise hindurchgekommen als alle anderen Unternehmen. Können wir in den Dokumenten immer wieder nachlesen. Für die Hochschulen gibt es solche Studien noch nicht. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass Mitbestimmung und Demokratie auch die Hochschulen stärken. Dass das keine Belastung ist, dass das nicht nerviges Zusatzinstrument ist, sondern dass gerade weil wir so kluge Menschen an den Hochschulen haben, Mitbestimmung die Hochschulen insgesamt auch stärkt. Ich weiß, dass dafür noch ein gewisser Mentalitätswandel notwendig ist. Ich lasse da aber nicht nach, das immer wieder zu betonen. Im Hochschulzukunftsgesetz haben wir ein paar ganz konkrete Sachen wieder nach vorne gebracht. Der Senat ist jetzt beispielsweise das am stärksten legitimierte Organ. Die Rolle ist deutlich gestärkt, die der Senat in der Hochschule heute hat. Wir haben einen Studienbeirat geschaffen, der jeweils zur Hälfte mit Lehrenden und zur Hälfte mit Lernenden besetzt ist. Und der wird den Fachbereichsrat und den Dekan bei Angelegenheiten von Studium und Lehre beraten und hat ein Vorschlagsrecht für die Prüfungsordnungen, also auf der Ebene des Fachbereiches. Wir haben Elemente von direkter Demokratie an der Hochschule eingeführt, indem wir eine Mitgliederinitiative im Gesetz festgelegt haben, als ein Element auch direkte Beteiligung zu ermöglichen. Wir haben auf Ebene der Studierendenwerke eine landesweite Personalrätekonferenz geschaffen. Ich finde auch was Wichtiges, dass das soziale Rückgrat der Hochschulen, dass dort die Personalvertretungen eine Austauschmöglichkeit haben. Und wir haben für die Schwerbehindertenvertretung des Hochschulbereichs, ähnlich wie die Personalvertretung auf der Landesebene, auch erstmals eine Arbeitsgemeinschaft geschaffen, was auch dort enorme Dinge voranbringt und eine Dynamik entfaltet. Und wir haben übrigens auch, Lucia Förstfeld hat mich eben noch mal darauf aufmerksam gemacht, wir haben in Nordrhein-Westfalen die Zahl der Lehrbeauftragten, weil wir haben das Landespersonalvertretungsgesetz geändert. Und über diese Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes sind die Personalvertretung der Hochschulen auch für alle Lehrbeauftragten zuständig, die mehr als 4 Stunden Lehrauftrag haben. Und dadurch ist bei allen Personalvertretungen sind die Daten jetzt vorhanden, wie viele Lehraufträge da sind. Sie sind noch nicht landesweit zusammengeführt, aber darüber haben wir wenigstens jetzt eine erste Übersicht. Also es gibt einen deutlichen Zuwachs an Demokratie, an Mitbestimmung. Die Ministerpräsidentin sagt immer, die Hochschulen seien die Schulen der Demokratie und deswegen muss sich das auch in der Organisationsstruktur widerspiegeln. Mir ist ganz wichtig, Hochschulen sind keine Unternehmen und sie sollen auch keine Unternehmen sein. Sie haben eine ganz andere Aufgabe und eine ganz andere Struktur. Mir ist wichtig, dass die Mitglieder in der Hochschule in Nordrhein-Westfalen wieder stärker zusammenrücken und ihre Aufgaben in Wissenschaft und in Lehre dann auch wirklich nachgehen. Wichtiger Punkt war für uns auch die Gleichstellung, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Hochschule wirklich alle Mitglieder braucht. Das ist auch ein Aspekt von Demokratie, von Zukunftsfähigkeit, von Gerechtigkeit, dass die Gleichstellung an den Hochschulen funktioniert. Die Zahlen, ich will sie noch einmal nennen, weil ich sie immer wieder beeindruckend finde. 55% der Bachelor-Absolventen sind Absolventinnen. Beim Masterabschluss sind es 47%. Bei der Promotion im Moment 42%. Und bei den Professuren rund 20%. Das sind die Zahlen, die wir in Nordrhein-Westfalen aus unserem Gender Report haben. Das heißt, Ebene für Ebene wird es weniger. Gucken wir dann in Hochschulleitungen oder noch schlimmer auf die Fakultätsebene. Da gibt es kaum noch Frauen und über Leibniz-Preisverleihungen rede ich heute lieber gar nicht. Genau da setzen wir jetzt mit den Reformen in Nordrhein-Westfalen an. Wir führen gerade das Kaskadenmodell ein, was in außeruniversitären Forschungseinrichtungen und vor allem bei der DFG ja inzwischen auch etabliert ist. Bei den Professuren muss jetzt ein Frauenanteil erreicht werden, der mindestens so hoch ist wie die Qualifikationsstufe darunter. Das ist, glaube ich, ein erstes Signal und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das auswirkt.
Wir haben außerdem den Hochschulrat quotiert, wir haben den Verwaltungsrat der Studierendenwerke quotiert. Auch das gibt Riesendiskussionen, ob es überhaupt so viele Frauen gibt, die dann in solche Gremien hineingehen. Aber auch dafür gibt es Hinweise, wie man das wirklich vorangehen kann. Also auch die Gleichstellung ein wichtiger Aspekt. So, zweiter Punkt. Wir brauchen nicht nur faire Chancen, der Arbeitsplatz muss eben auch attraktiv sein. Und es gibt eine Umfrage vom DGB in Nordrhein-Westfalen, die ist nicht repräsentativ, ich weiß, aber diese Umfrage sagt, dass jeder Vierte den Arbeitsplatz Hochschule verlassen will. Jeder Vierte sagt, dass er da oder dass sie da wieder raus will. Und das ist für Wissenschaft wirklich ein Problem, weil Wissenschaft nur davon lebt, dass wir wirklich motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Die machen ja am Ende des Tages wirklich den Erfolg raus und die sorgen dafür, dass Wissenschaft überhaupt funktioniert. Wenn wir also wollen, dass da dauerhaft gute Leute bleiben, dann müssen wir für die Beschäftigungsbedingungen was tun. Und das machen wir im Moment. Wichtig ist natürlich dafür das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das ist der bundesweite Rahmen. Wenn noch Zeit ist, würde ich da am Ende vielleicht auch noch was zu sagen. Wir versuchen es jetzt aber auf einer Landesebene. Und die Situation in Nordrhein-Westfalen ist ja so, die Hochschulen sind nicht Teil der Verwaltung, wie in allen anderen Bundesländern. Die Hochschulen sind Körperschaften öffentliches Rechts. Also sie sind quasi wie eine Kommune, damit auch zu vergleichen. Sie sind selber Arbeitgeber. Und deswegen haben wir im Hochschulgesetz festgeschrieben, einen Rahmenkodex, gute Beschäftigungsbedingungen für das Hochschulpersonal. Dieser Rahmenkodex wird gerade verhandelt. Also da sitzen die Vertreter der Arbeitgeber, also Vertreter von Universitäten und Fachhochschulen. Da sitzen Arbeitnehmervertreter, die die Gewerkschaften auch mit dabei haben und das Wissenschaftsministerium als Vertretung sozusagen des Geldgebers. Und diese drei verhandeln miteinander gerade den Rahmenkodex. Das ist nicht einfach, weil es das erste Mal ist, weil auch die Hochschulleitungen ja noch nie in Tarifverhandlungen waren oder noch nie überhaupt in so einer Rolle waren. Die Arbeitnehmervertreter schon eher, weil sie aus den Gewerkschaften diese Erfahrungen mitbringen. Das ist also das Mohren dicker Bretter. Wir haben jetzt, glaube ich, die 12. Sitzung. Ich hoffe aber, dass wir um Ostern herum auch fertig werden. Was machen wir gerade? Wir versuchen, gemeinsame Bedingungen für die Frage Befristung und Teilzeit miteinander zu vereinbaren. Wir reden über Regeln für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir versuchen, einen landesweiten Arbeitsmarkt der Universitäten und der Fachhochschulen festzuschreiben, sodass Beschäftigte zwischen den Hochschulen wechseln können und das, was sie an tariflichen Vorteilen schon haben, eben dann nicht verlieren. Das ist für andere vielleicht komisch, aber für uns in Nordrhein-Westfalen ganz wichtig, dass man zwischen Hochschulen auch wechseln kann. Wir reden über ein effektives Gesundheitsmanagement, auch wichtig für die Hochschulen, dass sich dort in dem Bereich was tut. Und wir haben das ganz, ganz wichtige Thema Lehrbeauftragte, vor allen Dingen die Lehrbeauftragten, die Daueraufgaben haben. Da sollen die Aufgaben präziser dargestellt werden und es soll zwischen allen Hochschulen da eine Vereinbarung geben, wie das funktioniert. Dieser Rahmenkodex ist jetzt keine unverbindliche Selbstverpflichtung. Das ist jetzt nicht was, was man einfach mal so macht und dann steht das vielleicht irgendwo, sondern das hat mit dem Hochschulzukunftsgesetz jetzt Gesetzesrang. Das ist im Grunde genommen Organisationsrecht, was wir da beeinflussen. Und wenn dieser Kodex verabschiedet ist, dann werden wir ihn mit allen Hochschulen unterschreiben. Also jede einzelne Hochschule wird das Ding dann eben auch unterschreiben müssen. Damit ist es eben für alle auch verbindlich und damit auch ein Recht für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ein paar Minuten sind ja noch. Ich würde noch einmal gerne zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz kommen, weil ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und wir haben aus Nordrhein-Westfalen ja schon vor einiger Zeit heraus diese Bundesratsinitiative gestartet, die leider im Bundesrat noch keine Mehrheiten hat. Aber ich gebe da nicht auf, vielleicht schaffen wir das irgendwann noch. Was haben wir im Wesentlichen gefordert? Wir haben gesagt, wir brauchen eine gesetzliche Mindestlaufzeit für befristete Beschäftigungsverhältnisse. Wir wollen, dass die Befristung von Beschäftigungsverhältnissen an die Laufzeit von Drittmittelfinanzierung gekoppelt wird. Wir wollen, dass Elternzeiten, dass Betreuungs-, dass Pflegezeiten nicht auf die Höchstbefristungsgrenze angerechnet werden. Und was ich ganz wichtig finde, wir wollen, dass die Tarifsperre wegfällt, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Tarifparteien auch abweichende Regelungen treffen können müssen. Das würde die Tarifparteien stärken und ich glaube, dass es da auch richtig aufgehoben wäre, auf der Ebene eben miteinander zu reden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es ein gutes Signal, dass die DFG und dass der Präsident Strohschneider in der Neujahrsrede das Thema auch nochmal, in seiner Neujahrsrede das Thema Personalstrukturen aufgegriffen hat, dass er auch Dauerstellen für Daueraufgaben gefordert hat. Das ist, finde ich, ein gutes Signal, dass sich da was bewegt. Es ist aber zu Recht darauf hingewiesen, dass die Politik da gefragt ist und dass Politik da was tun muss. Bernhard Kempen, finde ich, hat es am besten ausgedrückt. Das ist der Vorsitzende des Deutschen Hochschulverbandes. Er hat gesagt, es läuft einfach nicht rund und wir müssen daran was tun. Und deswegen freue ich mich jetzt auf die Diskussion hier mit Ihnen, mit euch. Wir brauchen keinen Film wie vor 80 Jahren, um zu sehen, wo es denn da hakt. Das wissen, glaube ich, alle hier im Raum und wir haben es ja eben auch in den Zahlen und Daten noch mal gehört. Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir Lösungsansätze diskutieren. Und was ich noch wichtiger finde, ist das, was passiert und dass wir es auch endlich umsetzen und nicht nur drüber reden. Vielen Dank. Svenja Schulze, vielen Dank. Ja, gibt es Fragen, Anregungen, Rückfragen? Da hinten der rechte Flügel, also aus links. Saalsicht, ja, aus unserer Sicht, auch vom Saal ist es ja rechts, deshalb muss ich da hin. Ich wandere mal hier so durch. Fangen wir hier an. Achso, okay. Sibylle Stürbe-Blosser, Uni Duisburg-Essen, Institut Arbeit und Qualifikation. Wir sind ein Institut, das in hohem Maße in der Drittmittelforschung tätig ist. Und da machen uns die Überlegungen zum Thema Rahmenkodex und Wissenschaftszeitvertragsgesetz teilweise große Sorgen. Denn im Drittmittelbereich ist ist letzten Endes die Alternative zur befristeten Beschäftigung in der Praxis nicht die unbefristete, sondern gar keine Beschäftigung, denn unbefristete Beschäftigung aus Drittmittelprojekten ist praktisch aufgrund der Fluktuation und der sehr unterschiedlichen Bewilligungsbedingungen fast nicht möglich. Und da haben wir schon den Eindruck, dass manches, was im Wissenschaftszeitvertragsgesetz und im Rahmenkodex diskutiert wird, möglicherweise für die Betroffenen eher zu zusätzlichen Problemen führt. Wenn ich zum Beispiel nur noch über die gesamte Projektlaufzeit beschäftigen darf, habe ich nicht die Möglichkeit, zwischen Finanzierungen einzuschieben. Das eine Projekt endet vielleicht im März und das nächste beginnt im August. Bislang haben wir die Möglichkeit gehabt zu schauen, gibt es irgendwo Restmittel, kann man eine Zwischenfinanzierung hinkriegen, sowas kippt alles. Also wir sehen an vielen Stellen die Möglichkeiten, kontinuierliche Beschäftigungsverhältnisse hinzukriegen, durch bestimmte Regelungen eher gefährdet. Und da fände ich es gut, wenn man das nochmal, das vielleicht jetzt, würde jetzt hier zu weit führen, im Detail diskutieren würde. Ich denke, wir brauchen wirklich eine deutliche Unterscheidung zwischen den Rahmenbedingungen für die Drittmittelfinanzierung und den Rahmenbedingungen für die Finanzierung im Bereich der Planstellen. Und auch bei den Planstellen, denke ich, reicht es nicht nur an der Befristungsschraube zu drehen, sondern wir brauchen solide Mittelbaustellen. Also wir brauchen auch unbefristete Stellen letzten Endes auf der Mittelbauebene. Vielleicht nur als Stichwort, mich wundert es immer, dass wir bei der Diskussion ums Hochschulsystem immer nur in den angelsächsischen Bereich reinschauen und nicht nach Frankreich, wo wir eine ganz andere Struktur haben, nämlich ein vierstufiges System mit unbefristeten Stellen, eigentlich eher als Regel, denn als Ausnahme auf der Ebene der Postdoc-Phase. Und das ist meines Erachtens auch einer der wirklichen Gründe, warum in Frankreich wesentlich mehr Frauen im Wissenschaftsbereich tätig sind. Und das wäre so die zweite Anregung, sich vielleicht mal sehr genau mit dem französischen System auseinanderzusetzen und zu gucken, was kann man da wirklich an den Stellenstrukturen in der Mittelbauzeit tun. Dankeschön. Soll ich direkt? Ja, klar. Also bei den Drittmittelprojekten finde ich wichtig, dass die Laufzeit für diejenigen, die in den Drittmittelprojekten arbeiten, dass die möglichst an die Laufzeit des Drittmittelprojektes gekoppelt wird und dass diese Frage, ich arbeite in einem Drittmittelprojekt, was über 5 Jahre geht, aber ich kriege immer nur 6-7 Monatsverträge, obwohl ich, und davon dann 10 hintereinander, das halte ich für den falschen Weg. Na klar muss es Zwischenfinanzierung und Möglichkeiten geben für diejenigen, die da drin sind, aber noch besser wäre es doch, man schafft dauerhafte Beschäftigung, die dann eben immer wieder aus unterschiedlichen Drittmittelprojekten sozusagen gefüttert werden. Deswegen finde ich es wichtig, was Sie als Zweites gesagt haben, dass wir diese Mittelbaustellen brauchen. Wir reden ganz viel über den Weg zu Professur. Professur ist sicherlich auch das, was viele anstreben. Ich finde aber, es müsste auch bei uns gleichwertige Stellen geben, die eben nicht Professur sind. Also Nordrhein-Westfalen hat mal in einem Papier das einfach Lecturer genannt, in Anlehnung an das, was es in den USA gibt. Aber eine Stelle, eine dauerhafte Stelle mit dauerhaften Aufgaben, die eine eigene Rolle im Wissenschaftssystem hat.
ohne an frühere Zeiten anzuknüpfen, sondern wirklich auch mit einer eigenen Wertigkeit. Das fände ich wirklich erstrebenswert, sowas zu haben, weil es einfach viele Leute gibt, die faktisch auf Dauerstellen arbeiten, aber das immer wieder aus den unterschiedlichsten Quellen finanzieren. Und die verdauern zu können, fände ich sinnvoll. So, dann machen wir hier weiter. Ja, ich möchte gerne einen Punkt aus der... Kennen Sie sich kurz vorher neu. Ja, ja. Matthias Neu, ich komme aus Nordrhein-Westfalen und dort wird ja gerade der Rahmenkodex verhandelt. Ich möchte einen Punkt aus den Gesprächen herausgreifen, und zwar sind das die wissenschaftlichen Hilfskräfte. Arbeitgeber, die einen Großteil der Beschäftigten außertariflich beschäftigen, und zwar also deutlich untertariflich, können nach meiner Auffassung keine guten Arbeitgeber sein. Da ist die Frage, es hat gerade das Hochschulgesetz, ist ja gerade novelliert worden, und warum ist dort nicht die Chance ergriffen worden, die wissenschaftlichen Hilfskräfte einfach außen vor zu lassen, das heißt abzuschaffen? Darf ich wieder direkt? Oder? Ja, gut. Ja, machen Sie ruhig erst. Das ist doch eine gute Frage. Ja, ich wusste, ich höre ja noch auf den Moderator, ob ich direkt darf oder nicht. Nein, wir haben diese Kategorie nicht abgeschafft. Und es ist ganz klar, weil es in der politischen Diskussion und in der ganzen Debatte überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Und ich kann an vielen Punkten diejenige sein, die sozusagen Linkeste im Land ist und Dinge nach vorne bringt. Das habe ich auch in dem Gesetz getan. Aber man muss ja auch nicht drum rumreden. Es gab in erster Linie Druck von Seiten der Hochschulleitungen. Und es gab wenige vernehmbare Stimmen, eigentlich vor allen Dingen GEW und Verdi, von der anderen Seite. Und die waren auch wirklich kaum wahrnehmbar. Die Studierenden waren gar nicht auf der Bühne präsent. Und in so einer Auseinandersetzung, das ist eben auch eine politische Auseinandersetzung, bin ich froh, dass wir die ganzen anderen Sachen geschafft haben. Das hat in der Diskussion keine Rolle gespielt und es wäre nicht durchsetzbar gewesen gegen die Hochschulleitung, ohne dass irgendwo darüber mal eine gesellschaftliche Debatte stattfindet. Und die hat nicht stattgefunden. Das ist leider so. So, machen wir hier weiter. Ja, Annika von dem Bundesvorstand der Jusos Hochschulgruppen. Ich hätte eine Frage, und zwar dazu, dass im Dezember ja verkündet wurde, dass die Exzellenzinitiative fortgesetzt werden soll. Und meine Frage an dich wäre, ob du da Anknüpfungspunkte siehst, um zum Beispiel Anreize für bessere Beschäftigungsbedingungen und Frauenförderung in diesem Rahmen siehst. Mhm. Und welche? Ja, also wir haben als Wissenschaftsministerin und Minister die Ministerpräsidenten gebeten, so ein Positionspapier sozusagen mit zu beschließen in der Ministerpräsidentenkonferenz, wo wir dezidiert gesagt haben, wir wollen, dass die Exzellenzinitiative fortgesetzt wird, dass dieses Geld im System bleibt, dass es aber zukünftig anders eingesetzt wird, dass stärker Hochschulen gefördert werden, die in Verbünden mit anderen arbeiten, dass stärker auch regionale Initiativen vorangebracht werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass bei der nächsten Exzellenzinitiative eine der Bedingungen, um da mitmachen zu dürfen überhaupt, die Frage des Personals sein wird, wie man mit seinen Beschäftigten umgeht. Das wird eine Startbedingung werden. Das liegt zum einen daran, dass die SPD sehr stark drückt dort und das auch ja schon öffentlich gemacht hat. Aber selbst in Bayern hat ja die Landesregierung sich auf den Weg gemacht und gesagt, wir wollen mehr für gute Beschäftigung tun. Und ich glaube, da geht gar kein Weg drum rum, als dass das eine wichtige Rolle spielt. Also solche Aspekte, Gleichstellung ist ja heute schon in den EU-Programmen ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, das ist inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Ich streite mich zwar in Nordrhein-Westfalen gerade mit den Studierendenwerken, ob es schon Frauen an den Hochschulen gibt und ob die nicht Studentenwerke heißen müssen. Aber eigentlich gibt es ja schon Frauen an den Hochschulen und so eine Debatte ist ja eigentlich eine aus dem letzten Jahrhundert. Stefanie Eckstein, Bundesministerium für Bildung und Forschung. Sie haben jetzt relativ viel darüber berichtet, was Sie in NRW gemacht haben, zu dem Thema Befristung, den Kodex vorgestellt, zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz was gesagt. Gibt es denn in NRW Diskussionen auch wirklich an den Personalstrukturen an den Hochschulen was zu verändern, die Empfehlung des Wissenschaftsrates umzusetzen, wirklich Tenure-Track in der Fläche umzusetzen, Dauerstellen zu schaffen? Das wäre ja wirklich was, was die Länder gemeinsam mit den Hochschulen auch umsetzen könnten. Mhm. Genau. Es ist in Nordrhein-Westfalen ja immer etwas schwierig. Also ich kann dafür nur Anreize geben, weil die Arbeitgeber sind bei uns die Hochschulen. Ich habe keinen Einfluss darauf. Die haben ein Globalbudget. Ich habe auch keinen Stellenplan oder sonst irgendwas, sondern die Hochschulen kriegen ein Budget
Sie sind Arbeitgeber und Sie entscheiden im Kern selbst, wie Sie damit umgehen. Wir können nur Anreize geben und immer wieder darauf aufmerksam machen und Programme machen, um sowas zu unterstützen. Und da sind wir im Moment in den Verhandlungen einfach im Rahmenkodex mittendrin. Also das ist zurzeit der Status, in dem wir da sind.